Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wollte ich schon sagen, zu einem weiteren wunderbaren Video. Viele haben sich gewünscht, wir sollen mal auf die Videos von Oh My God reacten, also auf die Sachen von Jan. Der hat da so ein cooles Format, das heißt, boah, ich weiß gar nicht, hat das einen Namen? Das heißt halt dieses Fragenformat, ja, wo Fragen gestellt werden, da kann man mega cool mitspielen und dann immer die Fragen auch beantworten. Deswegen, ich schaue das auch privat sehr gerne, beziehungsweise meistens bei Simon im Umgeklickt-Stream. Und deswegen dachte ich, hey, wenn ich es mir sowieso anschaue, können wir da auch zusammen reinschauen und dann sieht er auch meine Antworten. Ich bin gespannt von dieser Folge Halloween-Fragen-Special. Ich bin gespannt, was das zu bedeuten hat. Mit Luca, Anna, Abdel und Cengiz. Ey, Freunde, ich würde sagen, wir schauen einfach echt mal rein. Und vielleicht ist ja ganz interessant, viele haben sich das gewünscht, dass wir das machen sollen. Deswegen lasst auf jeden Fall beim originalen Video einen Daumen nach oben da. Gerne auch bei meinem jetzt und schreibt auch gerne eure Antworten so ein bisschen mit rein. Finde ich immer ganz, ganz cool. Livestream geht ja aktuell nicht oder geht noch nicht wegen Internetproblemen. Da muss ich erst noch was umbauen und bla bla bla. Struggles, Freunde. Deswegen schreibt eure Antworten gerne in die Kommentare, ja? Wir schauen rein. Let's go. Hi. Hallo. 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 Okay. Welcher Horrorfilmcharakter wärst du gerne mal für einen Tag? Welcher Horrorfilmcharakter wärst du gerne mal für einen Tag? Chucky die Mörderpuppe. Chucky die Mörderpuppe. Du bist klein, du bist eine Puppe und es ist geil. Früher als Kind unnormal Angst gehabt vor Scream. Deswegen glaube ich, wäre ich am liebsten Scream. Ich glaube Freddy Krüger. Der heißt übrigens nicht Scream, der heißt Ghostface. Nur mit dem Scheiße, Freunde. Ich gucke Horrorfilme in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Ja, da könnte ich in allen Träumen rumfliegen. Oh, ist auch geil. Ja, ja. Du hörst nochmal der Kleine auf dem Dreirad. Jigsaw. Jigsaw. Ich wäre gern Jigsaw einen Tag. Mit dem Dreirad. Ich glaube, dieser Michael Myers einfach mit dieser Maske, weil es Spaß machen würde, den ganzen Tag solchen Leuten hinterher zu rennen und nicht auch noch. Ich wäre gerne Scream. Glaubst du an Geister? Ja. Nee, nicht an Geister in dieser Form. Ich habe noch nie so mich krass damit beschäftigt, an was ich wirklich glaube. Muss ich mal machen, by the way. Ist wichtig. So ein bisschen, bis zu welchem Grad glaubt man an die Übernatürlichkeit. In letzter Zeit, ich glaube sehr viel an Karma, muss ich sagen. Aber so an Geister nicht, muss ich sagen. An Geister glaube ich nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie man sie kennt. Ja. Nein. Nein, absolut nicht. Es gibt Situationen, wo ich auch, ich glaube, ja, doch, ja. Ja, würdest du für 500 Euro eine Stunde allein in den Wald ohne Taschenlampe gehen? Ja, klar, Bruder. Hä, natürlich. Ja, natürlich. Auf safe. Also hier bei uns, so im Dorf, ist sowieso nichts los. Da bin ich der Gruseligste, der da drin ist, so, aber klar. Natürlich. Voll entspannt, Alter. Ja, ey, 500. Dreh ich ein Video, hab ich mehr. Ja, eine Stunde. Ja. 500 Euro. Achso, ja. Ich denke mal schon. Boah, gut, Leute. Was war dein allerschlimmster Albtraum? Mein allerschlimmster Albtraum, den weiß ich noch. Der hat sich echt in mein Gehirn gebrannt. Kennt ihr das, so Träume, die sich in euer Gehirn brennen? Boah, ich versuch's zu erklären. Also, ich war, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Ich habe geträumt, dass ich im Schlafzimmer meiner Eltern aufwache in dem Bett, also ich habe im Traum geträumt, dass ich auf einmal in dem Bett von meinen Eltern halt aufwache, schweißgebadet so mäßig. Meine Eltern waren nicht da, ich war alleine. Über dem Bett hat sich so ein Fernseher aufgeklappt auf einmal, wo so ein Horrortyp zu sehen war. Der hat gesagt, ich soll rausgehen. Ich gucke so um mich rum und ich merke, da liegen so überall Süßigkeitenpapiere. Und ich habe schon gemerkt, meine Zähne fallen mir langsam aus. Richtig, also ich wünsche euch das keinem. Wenn ihr so ein Traum habt, wo eure Zähne ausfallen, ist nicht gut, Mann. Ihr habt das geträumt. Meine Zähne ausgefallen sind. Und dann bin ich rausgegangen, weil der Typ halt auf diesem Fernseher da gesagt hat, ich soll jetzt rausgehen. Dann bin ich rausgegangen und dann war da draußen, ihr müsst wissen, wir haben so ein etwas größeres Grundstück schon und auch so eine recht lange Auffahrt und bei uns ist ein bisschen Platz, sag ich mal so. Ich bin rausgegangen und dann war da draußen so ein Typ, der hat so auf dieser Auffahrt so, wo ich rausgegangen bin, links und rechts ist Platz und er hat dann so links und rechts angefangen, so Wunderkerzen in den Weg zu stecken und anzuzünden. Und mir so einen Weg mit Feuer denn so gemacht. Und dann gucke ich den Typen so an, weil er sich umgedreht hat. Dann habe ich gecheckt, das ist mein Bruder. Aber so eine komisch alte Version von meinem Bruder. Mein Bruder ist normalerweise, ich glaube, 3,5 Jahre älter ungefähr als ich. Und da war der aber, keine Ahnung, 10 Jahre älter so. Und dann bin ich da so lang gegangen, habe ihn so angeguckt. Und dann drehe ich mich um und dann war das wie so ein, wie heißen die? Diese Scare-Dinger, so. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, wie heißen die denn? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall war dann so ein, Schockmoment, sag ich mal, wo dann so ein Vampirgesicht vor mir war. Das, ich weiß nicht, ob das derselbe Typ war auf dem Fernseher. Und da bin ich aufgewacht, weil ich mich so erschreckt habe. Also ich bin richtig,
Ihr kennt ja diese Träume, wo man so denkt, man irgendwo runterfällt. So war das. Also ich bin so richtig aufgewacht und konnte dann auch nicht mehr schlafen mehr. Ich habe dann echt, das war Horror für mich. Das war Real Talk, der schlimmste Horror-Albtraum, so den ich hatte in meinem Leben, Alter. An den kann ich, bis jetzt, das war jetzt 13 Jahre her, an den kann ich echt noch recht gut zurück mich erinnern. So. Dass ich von Scream verfolgt wurde. Leute, er heißt Ghostface. Merkt euch das bitte. Er heißt Ghostface. Danke. In einer Holzfabrik und ich bin übel schnell gelaufen und bei mir ist es so, wenn ich in Träumen richtig schnell laufe, dann bin ich trotzdem noch sau langsam. Und dann war am Ende ein Fahrstuhl und ich habe gedacht, ja Mann, der ist 20 Meter weg, ich kriege jetzt den Fahrstuhl und fahre so hoch. Aber der Fahrstuhl kam nicht und dann kam Scream halt immer näher und hat mich dann abgeschossen und ich bin verblutet vor dem Fahrstuhl. Das hört schon behindert an, dass East Köln erobert hat und mich enthauptet. Das war echt. Ich habe, als ich 6 war, mal heimlich Resident Evil gespielt. Die Nacht danach hatte ich einen Albtraum, wie ich auf so einer runden Platte lag, gefesselt an beiden Händen und Füßen. Diese Platte hat sich gedreht und das war viel schlimmer als meiner. Hä, ist ja viel schlimmer als meiner, oder nicht? Und beim Drehen ist mein Kopf abgefallen. Da war ich 8 Jahre. Hä, viel schlimmer als meiner, oh mein Gott. Und die Bedrohung hieß das Gyn. Und das Gyn war ein Giftgas, was sich in der Stadt ausgebreitet hat. Und ich bin geflüchtet in Räume, damit ich das nicht einatmen muss. Aber dann kam das trotzdem und ich bin gestorben. Das war so schlimm, ja. Wirklich, ich habe so geweint. Meine Mutter hat sich im Traum in dieses Monster verwandelt. Da bin ich aufgewacht, das hatte voll keine Angst, bin runtergerannt. Und dann sagt meine Mutter, was ist los? Und genau das hat sie auch im Traum gesagt. Oh, shit. Ich hätte so Panik dann. Als ich dann in dieses Monster verwandelt, hatte ich ultra Angst vor dem. Entscheide dich. 50% von allem, was du siehst, ist nicht real oder du bist komplett blind. Boah. Ich glaube, ich würde sogar sagen, ich bin komplett blind, weil ich mit diesem Paras nicht mehr leben könnte. Ich könnte mit diesem Paras nicht leben. Ich wäre, glaube ich, lieber komplett blind. Ich glaube, ich nehme die 50%, weil 100% gar nichts sehen, Alter, dann sehe ich lieber 50% surreale Sachen. 50% ist nicht real. 50%. Da 50% von dem, was ich sehe, nicht real sind, entscheide ich mich dafür. Was ist denn, wenn du auf einem Date bist und dann spricht dich so eine unreale... Ey, aber Retox, Leute, ich glaube, es ist eine schwere Entscheidung, aber ich würde, glaube ich, eher komplett blind sogar nehmen, weil, ey, du hast 24-7 dann so... Es heißt ja nicht, dass da auf einmal so rosa Elefanten tanzen und du sagst, ah, das ist nicht real, das kann ja auch sein... Keine Ahnung... Die 5 Minuten, die real sind, sind cool. Und dann die nächsten 5 Minuten, eine Frau wird vor deinen Augen überfahren. Du versuchst so zu helfen oder keine Ahnung, deine Mom stirbt auf einmal. Du kriegst dann auch, deine Mom ist gestorben. Oder was heißt, du siehst es ja nur. Aber du siehst irgendwo, da stirbt jemand, der dir wichtig ist. Und du weißt jetzt nicht, ist es jetzt real oder nicht. Und das hast du 24-7. Könnte ich nicht mitleben. Eine Person an, du antwortest und deine Freundin denkt so, hey, mit wem redet der? Traust du dich, Rituale wie zum Beispiel Bloody Mary alleine auszuprobieren? Ja. Habe ich schon gemacht, tatsächlich. Also da habe ich kein Problem mit. Bloody Mary und so eine Scheiße habe ich schon gemacht. Ja. Oder, nein, doch nicht. Gute Frage. Ich hätte zu viel Angst, weil in den Filmen sagen die auch immer, ach, das klappt eh nicht. Und dann klappt das wirklich. Ich möchte nicht dieser Charakter sein, der das herausfindet. Nein, boah. Gar keinen Fall. Echt? Gar krass? Ja. Warum? Ja, ich gar keine Angst. Ey, Jan und ich stelle ein Ranking von den folgenden Tagen. Geburtstag, Weihnachten, Silvester, Halloween. Also, okay, Geburtstag, also warte, Geburtstag, Weihnachten, Silvester, Halloween. Ranking, okay. Geburtstag, Weihnachten, Silvester, Halloween. Wäre bei mir die Reihenfolge Weihnachten, Geburtstag, Silvester, Halloween. Also das Schönste, finde ich, ist Weihnachten, weil man da mit der ganzen Familie ist. Silvester, am Geburtstag, Halloween eigentlich am wenigsten. Weil ich habe noch nie Halloween so richtig gefeiert. Ich auch nicht. Geburtstag, krass. Silvester, Weihnachten, Halloween. Geburtstag, Weihnachten, Halloween, Silvester. Halloween, Weihnachten, was? Silvester, Geburtstag. Halloween. Was? Bei denen ist Halloween ganz oben? In Silvester, Weihnachten, Geburtstag. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? So. Die Frage ist unmöglich zu beantworten für mich. Ich habe immer einen umgedrehten Schlafrhythmus. Also, ich würde sagen, so ein normal. Wenn ich einen normalen Schlafrhythmus habe, gehe ich so zwischen 2 und 3 Uhr nachts schlafen und stehe dann halt um 9 oder 10 Uhr auf. So, das ist ja noch im Rahmen. Aber aktuell ist es manchmal so, ich stehe um 18 Uhr abends auf und gehe um 13 Uhr schlafen. Oder manchmal ist es so, ich stehe um 21 Uhr auf, manchmal stehe ich um 0 Uhr auf, manchmal stehe ich um 1 Uhr morgens auf und bin dann wach bis 19 Uhr oder bin dann wach bis 15 Uhr. Also ey, es ist ganz crazy. Gegen
eins, halb zwei so um den Dreh, aber ich will gern früher schlafen gehen. Aber irgendwie kriege ich es nie hin. 3 Uhr morgens. Weiß ich gar nicht, Pip. Um 12? Ja. Ja, um 12. Meistens so um ist ganz umgedreht zwei. Bei mir. In letzter Zeit immer so um 3 oder 4. Ja, kenne ich. Leider. Kenn ich. Was magst du an der Nacht am liebsten? Dass es ruhig ist. Dass es ruhig ist und sich keiner abfuckt. Und dein Handy nicht die ganze Zeit vibriert so, dass man Zeit für sich hat, so sag ich mal, um einen klaren Kopf zu bekommen. Dass man ungestört ist, das hört sich so voll einsam an. Nein, dass keine Menschen draußen sind, Dunkelheit, die Ruhe. Ich habe das schon oft gesagt, Leute, ich liebe einfach dieses Feeling von Nacht, bedrohlich, Gewitter, Tod, sonst was. Hört sich so komisch an, aber ich liebe das einfach. Und ich lieg dann da immer alleine, an Gewitter mag ich aber auch gerne. Alles ist ruhig, diese Stille, ich liebe das einfach. Die Nacht lockt. Ich liebe Cengiz so einfach. Scheiß. Was war das Paranormalste, was du bislang erlebt hast? Das Paranormalste, was ich bislang erlebt habe. Es gab bestimmt Momente, an die ich mich jetzt nicht krass erinnern kann, glaube ich. Also, was heißt paranormal, aber ich hab's voll oft, also mega oft. Ich würde sagen, so zweimal die Woche. Zweimal die Woche habe ich es ungefähr. Dass ich denke, wie spät ist es denn? 13.05 Uhr, ich gucke aufs Handy, genau 13.05 Uhr, genau 13.05 Uhr. Ich denke irgendwie nach, bla bla bla, wie spät ist es? Ich denke immer vorher so, ja, so 16.27 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, es ist genau 16.27 Uhr. Das habe ich so, mindestens würde ich wirklich sagen, zweimal die Woche, dass ich wirklich einfach immer genau die Uhrzeit treffe. Und das ist, ich weiß nicht, also es ist nicht so, dass ich jetzt 20 Mal am Tag die Uhrzeit so vorhersage und dann klappt es einmal davon. Sondern ich mache es dann vielleicht auch diese Woche nur 3 Mal oder manchmal auch nur 2 Mal und dann klappt es fast immer. Ich weiß nicht, was es ist, aber manchmal habe ich so ein Gefühl und sehe dann, das hört sich jetzt richtig weird an, aber ich sehe dann so diese Zahlen im Kopf und denke mir, ja, so spät ist es jetzt. Und dann ist es wirklich so spät, das ist ganz komisch. Aber sonst habe ich nichts passiert, leider. Runtergefallen. Tasse ist runtergefallen. War ich ein Kind. Das war so paranormal. Es ist wirklich, es ist kein Spaß, ne? Es war so paranormal. Ich bin eingeschlafen und am nächsten Tag, als ich wieder erwacht war, war schon 16 Uhr und ich war am Schreien und ich war nicht mehr im Bett, ich war schon angezogen. Was? Und war am Schreien und meine Mutter hat mich so festgehalten und beruhigt und sagt, bleib ruhig, was ist? Und das ist so als Kind passiert und da krieg ich dann mal Gänsehaut. Warum hat Abdel ein AirPod im Ohr, Warum hat Abdel ein AirPod im Ohr, Bruder? Bleib ruhig, was ist? Und das Jeder ist so als Kind aber. Passiert und da krieg ich dann mal Gänsehaut. Das passiert mir total oft. Ich denke an einen Menschen und 10 Sekunden später steht er vor mir und das ist voll unrealistisch, dass ich den sehe, weil die wohnen eigentlich noch voll weit weg. Ich war mal nachts mit Cengiz alleine bei uns in Stadthagen. Meine Eltern waren weg und es war Gewitter nachts und dann ist ein Blitz eingeschlagen und wir sind von dem Einschlag umgefallen im Haus. Das ist zwar eigentlich nicht paranormal, aber das war richtig scary. Das ist, glaube ich, so ein prägender Moment tatsächlich. Ehrenmann. Ey, Cengiz ist so jemand, der ist natural einfach lustig. Der ist so, wie er ist und ist lustig. Vor welcher Kreatur hattest du als Kind oder vielleicht sogar heute noch am meisten Angst? Kreatur. Vor welcher Kreatur? Also wenn wir so von Horrorfilmen und sowas reden, dann ist es schwer für mich, das einzuordnen, weil ich nie krass irgendwie so heavy Angst vor irgendeinem Horrorfilm-Ding hatte. Es sind immer noch Spinnen. Actually, es sind immer noch Spinnen, Alter. Wobei, ich finde Spinnen eklig. Ich fürchte mich nicht krass vor denen. Ich habe dann nichts, wovor ich mich krass fürchte, wo ich sage, da fürchte ich mich krass vor. Kann ich nicht beantworten, leider so wirklich. Scream. Aber das ist halt keine Kreatur. Ist egal. Ich glaube, wenn es um eine Kreatur geht, dann um jetzt diese Serie von Stranger Things. Dieses komische Monster, was da kommt. Echt? Davor habe ich heftig Angst gehabt, Alter. Michael Jackson Thriller. Ich schwöre! Ich hatte Angst vor dem. Michael Myers. Vor der krass. Oma von The Visit. The Grudge. Lach mal wie der Teufel. Ja, die Frage ist, wie jeder stellt sich den Teufel anders vor. Okay, warte, ich versuche echt mal wie der Teufel zu lachen, so. Wobei, es ist schwer, glaubt ihr, der Teufel, der lacht nicht so, wie man sich das denkt. In meiner Vorstellung, wenn es eine Teufelfigur geben sollte, dann würde ich mir den Teufel so vorstellen, dass er so nur noch so ein bisschen abwertend lacht, so. So ein
So ein kleines schelmisches, böses Lachen. Ich glaube nicht, dass er so, wie man sich das immer vorstellt, lacht. Ich glaube, so lacht er. Wie es auch keiner ernst nimmt. Einer der folgenden drei Filme wird Realität. Du entscheidest. The Purge, Halloween, also Michael Myers, oder Saw. The Purge, Halloween oder Michael Myers? Ich würde sagen Halloween, weil da potenziell am wenigsten Leute sterben. Bei Halloween sterben pro Film vielleicht so 7 Leute. Bei The Purge bis ins Unendliche. Und bei Saw sterben pro Film auch so 7 Leute, würde ich sagen. 5, 6, 7 Leute, aber die werden vorher noch krass gequält. Deswegen sage ich mal an dieser Stelle Halloween. The Purge. Fände ich mega. Nee, wobei, Real Talk. Was? Ja, interessant. Ja, okay, interessant, aber ich will hier Menschenleben retten, Leute. Dann würde ich sagen Saw, weil bei Saw nur Leute, die es verdient haben, sterben meistens. Aber ich glaube, ich wäre direkt. Oh mein Gott, The Purge sterben ja alle. Ja. Das ist viel zu viel. Jetzt muss ich nur an Schadensbegrenzung denken. So ja, ey, Halloween, weil er kommt nur an Halloween. Ich glaube, Saw ist einer der Filme, die sowieso schon real geworden sind, weil Leute sich davon inspirieren lassen. Also, Saw. Saw ist locker schon Realität. Ja, The Purge wäre viel zu heftig. Halloween. Halloween. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Das spielt ja in Amerika. Kennst du einen Mörder? Persönlich? Einen Mörder? Also persönlich? Man weiß es im Endeffekt nie. Man weiß es im Endeffekt nie, Leute, wer hier was auf den Gewissen hat. Aber nein, ich glaube nicht. Vielleicht über mehrere Leute. Ich glaube nicht. Ich habe mal einen kennengelernt, ja. Krass. Und hatte Gänsehaut. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Krass. Wahrscheinlich schon, aber nein. Das würde mich auch interessieren. Nicht, dass ich wüsste. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja. Oh, schwer eins. Aber ich würde sagen, die Chucky-Reihe. Die Chucky-Reihe gefällt mir am besten. Ich glaube dann wirklich Scream, weil ich davor wirklich am längsten Angst hatte. Und Chucky-Reihe. Ich glaube, das ist ja der Sinn von einem Horrorfilm. Man soll ja nicht lachen, sondern man soll ja Schiss kriegen. Von daher würde ich wirklich sagen, glaube ich, Scream. Zählt Hostel als Horrorfilm? Nein, oder? Doch. Es ist kein richtiger Horror, aber dadurch, dass es eine wahre Begebenheit ist, ist der sau scary, der fremde Sohn von Angelina Jolie. Der ist gar nicht so geil, aber The Blair Witch Project, oh ja, weil ja, ja, ich mich damals als Kind, als der neu war, so krass davor gefürchtet habe. Das war heftig. Boah, sau schwer. Eigentlich kein Horrorfilm, sondern eher eine Horrorserie und das Spuk im Hill House. Hast du dich schon mal richtig heftig verirrt? Ja. Yeah. Richtig heftig verirrt? Ich glaube noch nie. So krass noch nie. Nee, ich glaube noch nie. Also, was heißt verirrt? Also wir hatten schon Momente so im Auto. So vor kurzem, was heißt vor kurzem, aber jetzt vor ein paar Wochen das letzte Mal. Mit Ju und Simon Will im Auto. Da sollten wir zum Drehort fahren und wir haben uns, keine Ahnung, gut 20 Minuten irgendwie verfahren und waren am Ende irgendwo, wo wir ohne Navi halt im Leben nicht rausgekommen wären, so. Aber sowas hat man ja öfter, dass man irgendwo hinfährt und irgendwie sich verfährt oder whatever. Aber so krass, dass ich nicht mehr weiter wusste oder so, hatte ich noch nie. Nein, noch nie, glaube ich sogar. Ja, ich auch nicht so. Immer. Ja, als Kind. Mit Hisham zusammen. Krass. Im Wald. Beim Wandern. Oh, was? Ich schwöre. Was? Nein, tatsächlich nicht. Doch, Peppy, zu mir. Oh, schönes Ende, Mann. Cutes Ende, Alter. Freunde, das war's mit der Folge, mit der neuen Folge von Oh mein Gott. Lasst da auf jeden Fall auch nochmal ein Like da, gönnt Support und Liebe und dann würde ich sagen, schreibt eure Antworten in die Kommentare. Das war's mit dem Video, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao.